Ich habe da mal irgendwie so eine Geschichte gehört von so einem Zauberer, der irgendwie bei so kleinen Halblingen oder so, da habe ich mal so ein Buch gelesen, bei so kleinen Halblingen war und er hat sich da auch immer den Kopf gestoßen. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Fahrt Wortpferd davor. Lauter sagen. Und eine 7. Der fällt auf, dass ungefähr 15 Meter Entfernung ein Nest mit einer relativ großen Taube ist, die deines Erachtens nach wahrscheinlich nicht der Mutter oder der Vater von Kindern ist. Hammer geil! Die möchte ich gerne töten! Nein, die Gerätschaft. Die Gerätschaft, also, diese Haken. Habe ich mal kurz eine Frage. Können wir das Server neu starten, damit wir wieder Loot haben? Ein bisschen warten, damit die respawnen. das leider nicht möglich. Könntest du so einen Zauber? Da ist nichts Besonderes. Okay, du hast... Meinen Haken? Du hast deinen Haken? Ich schaue mir den Haken gerade an und erkenne, dass dieser Haken mich doch sehr an Gerlabs Nase erinnert. Ja, ich bin von euren anzüglichen Witzen nicht gerade angetan, Petro. Anzüglich? Anzüglich, beschämend, beleidigend. Ja, Moment, bleib mal. Und dann deute ich, rufe ich Gierlab, also Gierlab, guck dir das mal an, der hat einen Bart. Ja. Du hast schon die Zwergenwolle gesammelt. Ja, möchtest du nicht die Zwergenbart haben? Ohne Scheiß, ich habe vorhin, kurz bevor du das dachtest, darüber nachgedacht zu fragen, kann ich da hingehen und mit dem Dolch seinen Bart abschneiden, weil Zwergenbart oder Zwergenhaar total wertvoll ist. Ohne Scheiß, das war sowas von gedanklich übertragen. Ohne Witz, ich wollte den Zwerg... Wollt ihr jetzt echt den Zwerg schänden? Ich wollte den Bart abschneiden, um die Barthaare von dem Zwerg zu verticken. Ohne Scheiß, das hat mir ernsthaft gesagt. Ohne Witz, und ich hab's vorhin gedacht. Ich hab gehört, oder ich hab mal gelesen, der Zwerg Schamhaare noch viel wertvoller sind. Es sei denn, oder habt ihr was dagegen? Da könnte sich ja ein Stein von einbringen. Ich hab damit kein Problem. Also, dass der Gegner da auch nichts machen kann. Das heißt, ausholen ist nicht drin, aber Boxen wäre drin. Zustechen. Zustechen? Wäre ja, ich bin nämlich auch im Besitz eines Dolches. Oh, du hast eine Axt. Oder ja, mit einer Axt zustechen. Ja, mit einer Axt zustechen. Das ist ja wie weißt du. Ich habe im Besitz eines Dolches. Was, du hast eine Axt? Ich dachte, das wäre ironisch gemeint gewesen. Ich dachte, das war ironisch gemeint, dass du jetzt keinen Dolch hast. Ich habe zusätzlich auch noch Dolch. Okay, ja gut, dann ist das natürlich möglich. Es gibt zwar auch... Was hältst du davon? Wir haben keine Zeit, hat gerade... Ich habe Würfel. Wann wird sie jetzt schon wieder ausgeschnitten? Ich habe Zeit für... Keine dann Zeit. Gehst du vor. Okay, wir knurren halt aus. Alles klar. Um 2 Heller. Was? Ich denke, ich knurre. Hey Jungs, das geht so nicht. Okay. Auch hier bekommt man den Eindruck, dass die letzten Arbeiten in diesen Stellen noch nicht so lange her sind. Am Ende des Ganges... Oh Gott. Trinkelpause. Ja. Herr Gierlab, können Sie schon mal sehen da vorne? Also ich halte nicht, ich krieche weiterhin durch diesen Gang auf meinen Vieren, ja. Und dadurch, dass ich meine Fackel vor mich halten muss, ist das für mich recht erschwert, muss ich sagen, da ich nur langsam nach vorne humpeln kann, ja. Aber ich kann. Alles klar. Ja, pass auf. Ich hoffe, da ist doch nichts. Ja. Wenn da noch was wäre, dann könnte man sagen, okay, wir gucken nochmal nach. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass da nichts ist. Also bringt es nicht. Das würde uns nur Zeit kosten, die unser guter Petro da draußen alleine verbringen muss. Ja. Wahrscheinlich schon aufgegabelt von denen, die den Zwerg getötet haben. Was? Willst du jetzt wirklich die Zeit verschwenden und rechts durch die Schleife laufen? Ja. Also mich würde das schon interessieren. Ich überlege halt, was mein Charakter tun würde. Und ich glaube, ich würde die beiden in die Hand nicht mehr. Ich kenne euch 2 Monate, wenn ihr drauf geht, ist mir egal. Also, und ich bin Jäger, ich kann in der Wildnis überleben. Stehen wir links und rechts an der Ecke und dann machen wir Schnippschnapp, Pimmel ab. Pass auf. Noch mal, du darfst einmal ganz kurz einen einfachen Wurf machen. Deswegen wollte ich einen Stock haben. Pass auf dein Bier. Apfelschorle. Du zückst halt deine Flöte, aber es kommt halt nicht das Lied, was du dir gerade vorgestellt hast, sondern du bist einfach zu blöd, trotz deiner jahrelangen Erfahrung, gerade in dieser Situation, auch nur einen Ton zu treffen. Und selbst der Krieger, der findet das ziemlich lustig, weil du ziemlich scheiße bist. Ich drücke. Darfst du eine Probe auf Kopfwerfen. 14. Sehr gut. 20! Wunderbar. Hoffentlich kackt er sich jetzt voll in die Hose. Voll scheiß dir die Hose.
Ja. Boah, jetzt hat er so einen Kohltag. Hier bei dir riecht auch etwas. Gierlapp. Das musst du würfeln. Okay, wie viel? Dreimal. Schon wieder? Eins. Okay. Boah, das darf das nicht darf wahr sein, ey. Eine 20 nach einer 1. Boah, wir werden darin verrecken, ey. Was? Bilder im Kopf. Ja, weiter. Ja, hier. Ja. 13, ja. 5. Okay, okay. Bei der 20 hätte ich gesagt, dass ich mal Katar dann Zwerg gehen kann. Ja, aber geil. Okay, ja. So. Ach, ach. Oh ja. Ich hab die Geduld verloren und hab dem Mädchen eins gegeben. Bist du bescheuert? Ich habe dir genau dasselbe gefragt, wie du getan hast. Und sie hat mir nichts geantwortet. Sie ignoriert mich partout, obwohl ich ihr was gegeben habe. Ich will nichts mehr hören, mach die Tür jetzt auf und ich geh weg. Das ist gut, das ist gut. Jetzt bin ich sauer, jetzt zieh ich ihn durch. Oh! Petro zählt ihn durch. Ich dreh mich um und renn. In den Stollen? Ich renn Richtung